Was muss ich jetzt sagen? Ja, da müssen Sie ja wissen. Sie wollen das Intro machen heute. Also gut. Guten Tag, liebe Zuschauer von Ingos Kanal. Ich begrüße Sie herzlich zur neuesten Sendung. Wir stehen jetzt hier vor dem Swiss und der Herr... Oh, da hast du doch was Falsches gesagt. Thorsten, ne? Und ich, wir fahren jetzt nach Liestal ins History, weil die haben heute eine riesen Party dort. Riesen Big Imperium Party, wie jetzt immer bei unseren Clubs ist. Wir freuen uns darauf, ins History zu fahren, ich besonders. Und viele Gäste haben sich das auch gewünscht, dass wir wieder mal im History eine Sendung machen. Und die machen wir heute. Und ich glaube, macht eine geile Sendung. Sie, aber da habe ich noch einen Kommentar gelesen im YouTube. Die sagen, ich sei ein Protzer und so wegen den Flugzeugen und den Autos. Ja. Was machen wir heute? Liebe Zuschauer, wir fahren heute Urus. Wenn ich weiß, was Urus ist, Lamborghini. Lamborghini. Sie, aber wissen Bar Sie bezahlt was? Und nicht geleased. Sie, aber sagen Sie mal, wieso haben Sie so eine Zuhälterbrille an? Ja, weil ich heute Lamborghini fahre. Okay. Wir sind die Protzer. Melden wir uns von unterwegs wieder. Also, war Spaß, liebe Zuschauer. Wir bleiben am Boden. Nein, das war ernst. Nein, wir haben die Füße am Boden, wir sind cool. Also, bis später, bis zur nächsten Sequenz. Ja, liebe Zuschauer, wir sind jetzt hier auf der Autobahn auf dem Weg nach Liestal ins gelobte History und wir sind noch ein bisschen am Diskutieren über Geschäfte, über alles mögliche im Rotlicht, wie können wir uns weiter verbessern und so Stimmt weiter. Stimmt doch gar nicht, das ist jetzt ein reiner Lückenfüller. Nein, das ist nicht wahr, wir haben doch gerade über Geschäfte gesprochen, nein, wir wollen uns ja immer wieder weiter verbessern, ich höre den Herrn Alpern gerne zu, er hat ja immer diese und diese Idee und da kann ich ja immer ein bisschen annehmen, habe ich jetzt gerade auch eben zu Ihnen gesagt, Herr Alpern, ich habe sehr viel von Ihnen angenommen, weil ich ihn ja so bewundere, lieber Herr Obrecht, ne? Und ich habe ihn ja so gern und wenn er eine Frau, wäre und Titten hätte, dann würde ich fragen, ob mich heiraten möchte, das so gern habe ich ihn. Nein, also ich habe ihn wirklich gern, ne, weil wir harmonisieren zusammen, glaube ich, Herr Halbrink, dann ist gut so. Darf ich auch mal was sagen? Ja. Sie aber, Herr lieber Herr Robrich, ja. Autor aus dem Paysex-Tipp, ist das richtig? Ja, aber vorher Moment auch schon. Schnell, ja. Moment schnell, Moment ja, schnell. Ja. Ich möchte Sie mal gerne kennenlernen. Ich auch, habe ich auch gesagt. Weil, also macht richtig Spaß, Ihre Zeilen zu lesen. Ja, ja. Melden Sie sich bitte, Herr Robrich. Ja, bitte. Das wäre toll. Wenn Sie im Studio kommen würden, würden wir eine Sendung machen. Also das wäre ein Hut ab, dann hätte ich absolut großen Respekt. Habe ich aber auch so, nein, der schießt schon raus. Und was der manchmal schreibt, das ist schon, hat Hand und Fuß mit Rotlicht hier auch, ne? Mit Liebesgasperei und so und so. Also ich lese die Texte eigentlich sehr gerne von ihm, weil er wirklich schon Ahnung von Rotlicht hat. Ich glaube, dass er was mit Rotlicht das zu tun hat. Das sagen Sie doch jetzt nur wieder. Nein, ich glaube, dass er was mit Rotlicht zu tun hatte, weil das, was er schreibt, sind doch schon manchmal Sachen, die vielleicht ein normaler Gast nicht sehen würde. Aber er hat doch auch, ist es nicht der, wo geschrieben hat, Sie bewundern mich, weil Sie bezahlt werden? Ja, ja. Deswegen, ich krieg gleich den Urus geschenkt. Der ist nicht schlecht. Ich krieg gleich den Urus geschenkt. Ich habe noch was anderes. Ja. Jetzt, was denken Sie? Ja. Die Gästezahl da jetzt im History, wird das besser sein als das Swiss? Oder ja, glaube ich schon. Das glaube ich schon. Also, wir haben Wetten abgeschlossen. Ich habe gesagt, weniger als 140, dann die zwei Angestellten, die Kelly und die Diana. Eine hat gesagt 170, die andere 180. Bin gespannt. Ja. Haben Sie noch was zu sagen? Nein, ist die Lücke gefüllt? Die Lücke ist gefüllt, war aber jetzt kein Lückenfüller. Nein, wir haben wirklich über Geschäfte gesprochen und so weiter und so fort. Das tut auch gut so. Ich bin da immer froh, wenn wir im Auto sind, dann haben wir ein bisschen Zeit. Ist ja meistens immer ein bisschen stressig, unser Rotlichtleben. Wir haben ja meistens nicht so lange Zeitkontakt, aber jetzt haben wir mal eine Stunde Autofahrt oder 45 Minuten. Und Rückweg auch noch und dann tauschen wir uns dann wunderbar immer schön aber aus. Aber wissen Sie, was ich mich frage? Ja. Warum besprechen Sie die geheimen Sachen immer, bevor Sie die Kamera einschalten? Ja, das ist ja auch nicht für jeden und ich möchte auch nicht, dass andere Betreiber unsere Ideen kopieren. Und es kommt ja bald was Neues, liebe Zuschauer, habe ich ja schon mal vor ein paar Monaten im YouTube-Zeichen. Nein, das verraten wir noch nicht, ne, sonst wird das wieder kopiert von den anderen. Weil, wisst ihr, wir müssen jetzt wieder ein bisschen protzen oder ich, nicht der Hype bringen, also haut mich in der Pfanne wieder, wenn er was schreibt. Wir setzen die Trends im Imperium. Also bis später zur nächsten Sequenz. Nein, Moment schnell. Moment. Noch, wir setzen die Trends in der Rotlichtlandschaft, nicht nur im Imperium. In der Rotlichtlandschaft, sagen wir es mal so. Aber was ich gemerkt habe, die Schreiber ziehen lieber über mich her als über sie. Und ich sehe das nicht aber so. Ich finde das auch toll. Nein, nein. Also mir gefällt das, wenn die Leute über mich herziehen. Es gibt ein, zwei, drei, die sind vielleicht gekränkt vom Frühjahr, wo sie denn mal Paroli geboten haben, auch gerechterweise, glaube ich. Und das ist so, aber was ich auch vor Ort von Gästen höre, und das kann ich ja auch ganz klar bei YouTube sagen, und da können viele Gäste auch bestätigen, auch die das jetzt hier anschauen, wissen dieses, die reden sehr positiv über sie. Das ist einfach so. Ich möchte mal noch was dazu sagen, eben,
Es gibt Leute, die finden gut, was ich mache. Ja. Und dann gibt es Leute, die finden das nicht gut, die ziehen über mich her. Und wisst ihr was, liebe Leute? Das ist jetzt das Allerbeste. Das ist mir scheißegal. Nein, nein, noch besser. Ja. Ich finde es super, wenn ihr euch über mich aufregt und dann wieder in die Tasten geht, damit ihr es mir wieder heimzahlen könnt. Weil das ist ja nichts anderes als das. Ja. Ich reg euch so herrlich auf und ich finde das toll. Applaus, Applaus, Ingo. Nein, aber nochmal, so unbeliebt, wie gesagt, manchmal nochmal, wenn der Rubisch jetzt was geschrieben hat und ist ein bisschen bla bla bla. Es ist ja auch mal schön, wenn im Forum provoziert wird. Ne? Ich werde ja auch mal in die Pfanne gehauen, das ist auch kein Problem. Und das soll auch so sein. Damit leben wir, das ist kein Problem. Ich schreibe zurück. Und das muss auch noch jemand können. So unbeliebt sein und trotzdem kommen so viele Gäste. Ja, die sind nicht so unbeliebt, wie sie denken. Nein, sie schätzen das falsch ein. Ja, 100%. Weiß ich nicht. Das höre ich von Gästen. Nein, das würde ich hören. Weil Sie wissen ja, ich habe sehr engen Kontakt zu sehr, sehr vielen Gästen. So engen Kontakt. Aber für das bewundere ich Sie, das habe ich Ihnen teilweise, teilweise vielleicht zu engen Kontakt, weil manchmal kommen einfach Themen zur Sprache, die einfach mich persönlich auch gar nichts angehen, die ins Private reingehen. Und da kann ich auch meistens nicht helfen. Ich kann natürlich helfen, was das Rotlicht betrifft und so weiter und so fort. Aber wenn es dann ins Private und sehr Persönliche, also nochmal, ich habe ein paar Freunde jetzt hier auch, ne? Ja. Kennengelernt in der Schweiz natürlich, wo ich immer mit Kontakt habe. Mit denen kann ich natürlich über persönliche und private Dinge sprechen. Mhm. Aber wenn jetzt ein Gast, den ich vielleicht einmal im Jahr sehe, mit privat und persönliche Dinge da um Rat fragt, ja, dann kann ich einfach nur irgendwas aus meiner Lebenserfahrung sagen und dann ist das Thema auch abgeschlossen. Da kann ich dann grundsätzlich nicht helfen. Ich helfe lieber mit schönen Frauen, mit Top-Service, mit angenehmem Clubaufenthalt. Das ist mein Ding. Und wenn ihr dann anständig nach Hause geht und freut euch und ihr habt ein tolles Erlebnis gehabt und habt euer Geld nicht verbrannt, dann bin ich happy. Habe ich jetzt geschleimt? Bis zur nächsten Sekunde. Nein, ich wollte sagen, Sie sind ein Süßholzraspel. Also nein, aber so bin ich, ihr kennt mich ja. Also bis zur nächsten Sequenz, wir kommen gleich an. Ciao, ciao. Also Sie Angeber, sagen Sie mal was. Ja, wir sind jetzt hier vom Eingang History. Also ich filme schnell, wie das aussieht. Ja. Und die ganze ist eigentlich wie ein Schloss. Ja, die ganze Straße ist gefüllt mit Autos. Ich weiß nicht, ob die alle drin sind, aber ich glaube schon. Ich sehe alles so. Ah, den Ding sehe ich schon, da der mit dem dicken Rolls-Royce. Sehen Sie? Agau. Ja, ja. Der Rolls-Royce, Ferrari. Also hier steht alles rum. Zürich, Aargau, Basel. Was sehe ich da hinten noch? Nochmal Zürich. Ja, ich kann die leider nicht umschwenken jetzt. Ja, nee, wir dürfen die ganze Zeit sowieso nicht in Bern. Da hinten sehe ich einen Franzose. Also es wird international, sind sehr viele Gäste anwesend. Ja, dann gehen wir mal rein und schauen, was los ist. Ne? Lächeln Sie Ihr Blendax-Lächeln. Ja, super. Ja, liebe Zuschauer, willkommen zur nächsten Sequenz. Wir haben eine nette Dame sitzen. Die Dame nennt sich Adina. Die ist natürlich verpixelt aus Diskussionsgründen, ganz normal. Adina, herzlichen Dank dafür, dass Sie bereit erklärt hast, ein kurzes Interview zu geben. Ich fange mal an einfach nur. Ich stelle einfach meine Frage und dann machen Sie weiter oder Sie anfangen, mir ist gleich. Nein, Sie wollen doch immer der Erste sein, Sie reden so gerne. Okay. Also die erste Frage ist immer grundsätzlich, wie bist du zu diesem Job gekommen? Warum hast du entschieden, als Prostituierte zu arbeiten? Wie ist das Ganze entstanden? Seit wann? Seit 7 Jahren bin ich in der Schweiz. Ja. Habe ich angefangen, weil ich wollte ein besseres Leben haben. Oh, ist gut, okay. Und hat mich eine Frau geholfen mit das. Ah, okay, das so bist du in diesen Kontakt gekommen. Auch direkt in die Schweiz oder warst du auch in anderen Ländern? Nein, nein, nur in der Schweiz. Nur in der Schweiz. Ja. Immer im Imperium? Nein, nicht nur. Das ist schade. Ich wusste nicht. Ja. Aber jetzt weißt du es und jetzt ist im Imperium jetzt natürlich. Seit 5 Jahren bin ich im Imperium. Und du fühlst dich wohl im Imperium, alles okay? Immer noch, ja. Und verdient immer noch Geld, ne? Nach so langer Zeit. Ja, ne? Weil viele Frauen sagen ja immer, wenn man lange Zeit in einem Club ist, verdient man kein Geld wieder. Ist aber falsch. Nein, wenn der Service top ist, verdient die Frau immer Geld. Genau, ne? Es ist so, genau. Ja, ich habe hierzu auch eine Frage. Und zwar, sie sagt, sie möchte ein besseres Leben haben. Was heißt ein besseres Leben? Man könnte ja in Rumänien auch normal arbeiten. Es ist so. Und man hätte genug zum Essen und all die Sachen auch. Aber was verstehst du unter besser? Möchte ich für meine Kinder vielleicht haben. Zum Geben alles, was ich nicht hatte. Was wäre? Ich hatte nur die Minimum, weißt du, wenn ich jung war. Ja. Und ich möchte nicht das Gleiche für mich. Ja, das heißt, du sparst Geld. Ja.
Ja. Da sind wir jetzt schon beim Thema, man liest ja überall, in allen Zeitungen, jetzt bei uns auch aktuell, dass die Frauen dann hierher kommen und gar nichts von ihrem Geld haben und so. Ich kenne jetzt die Adina nicht, ich habe bis jetzt noch nie mit ihr näher gesprochen. Wie ist das bei dir? Also kannst du dein ganzes Geld für dich behalten? Oder steht da ein Mann im Hintergrund, nein, wo dich abkassiert? Nein, nein, ich steht nicht. Also du entscheidest ganz alleine, wie du das Geld ausgeben möchtest oder ob du sparen möchtest. Genau, genau. Gut, dann haben wir eine Antwort. Vielleicht Sie wieder, Herr Nein, ich finde die Einstellung super, das, was sie nicht hatte. Und wenn sie dann mal Kinder hat, möchte sie dieses gerne ihren Kindern geben. Und das finde ich Weltklasse. Weltklasse finde ich auch, dass sie Geld spart, weil das machen auch viele nicht, Herr Hacker, das wissen wir auch, ne? Die Verjubeln. Aber dann muss man auch keinen Vorwurf machen. Muss man auch keinen Vorwurf machen, das Geld ist da. Die können ihre Louis Vuitton-Taschen kaufen, toll in die Ferien gehen, fahren ein dickes Auto, ist für mich auch in Ordnung, solange sie das alles benutzen, was sie sich erarbeiten. Genau, dass da keiner im Hintergrund ist. Und wie gesagt, wir haben, also in der Alpin kannte die Adina jetzt nicht so und ich kenne sie natürlich auch nicht. Und wir haben sie einfach jetzt rausgebeten, gefragt, ob sie ein Interview machen möchte. Und sie sagt ja auch ganz klar, da ist keiner im Hintergrund. Also das ist auch nicht immer so, wie es behauptet wird in den Medien und so weiter und so fort. Dass überall jemand dahinter steht. Jetzt steht teilweise jemand dahinter, da müssen wir nicht drum herum lügen. Aber sie sehen auch, Adina ist für sich selber am Anschaffen, sage ich jetzt mal so, und spart auch ihr Geld und hat gewisse Zukunftspläne. Das finde ich eigentlich super, Adina. Danke vielmals. Adina, wie lange hast du noch vor, diesen Job auszuüben? Wie alt bist du jetzt? Jetzt bin ich 26. Und angefangen mit? Mit 19. Mit 19 angefangen, jetzt 26. Und wie fühlst du dich so? Sehr gut. Aber sag mal, wirklich? Nein, wirklich. Ist für mich auch jetzt eine Frage. Hast du manchmal Depressionen wegen dem Job? Nein, jetzt in der letzten Zeit, wenn ich komme, ich bleibe nur kurz. Ja. Damit ich, weil ich mich besser fühle. Ja. Ich komme, wenn ich komme von zu Hause, ich habe mehr Lust, ich bin mehr motiviert und so. Und mehr horny. Genau, das auch. Aber hat es schon mal gegeben, dass du dich wegen dem Job richtig schlecht gefühlt hast? Nein, schlecht nicht. Aber müde vielleicht schon. Müde. Manchmal, ja. Aber schlecht nicht. Und dann hattest du genug von den Darf man das bei YouTube sagen? Bestimmt nicht. Piep. Piep, genau. Adina, wie verarbeitest du dieses denn? Also du siehst das sehr, sehr locker, du hast da keine Depression und so weiter. Wie verarbeitest du... Oder dass du mit mehreren Männern schläfst. Oder sagen wir mal, wie verarbeitest du einen schlechten Zimmergang? Ein Gast, der dich vielleicht nicht so toll behandelt hat, der vielleicht nicht so eine Körperhygiene hat. Wie verarbeitest du diesen Zimmergang für dich selber? Verstehst du, verarbeitest? Ja, ich verstehe es. Ich bin, also, wie kann ich sagen, ich bin wie er auch, weißt du, ich schaue ihn, wie ist er, was, vielleicht was hat er gerne und so. Und kann ich ein bisschen lesen und kann ich mich vorstellen, was er möchte haben und so. Und auch wenn ich vielleicht nicht toll fühle mich mit ihm, dann ja auch, wenn es ist gar nicht, dann ich sage ihm, wir passen nicht gut zusammen. Perfekt, können wir nicht zusammen den Zeit verbringen und das ist alles. Das ist top. Ja. Oh, das heißt, wenn du das merkst, dann gehst du mit ihm gar nicht aufs Zimmer. Ja, ich sage besser, kann ich nicht den richtigen Service mit dir machen? Ja. Kann ich dich nicht verwirfen und so? Und dann das ist ja auch dieses, was wir uns im Imperium wünschen. Genau, ne? Wir müssen wirklich, gar nicht mit jemandem. Aber ich möchte jetzt doch etwas dazu sagen. Ja. Und das geht jetzt die Prostitutionsgegner an. Ich weiß ja jetzt wieder, jetzt heißt es wieder, es ist alles gestellt. Die Frau wurde vorbereitet, aber so ist es nicht. Aber ist nicht so. Ich muss sie enttäuschen. Ne? Und hier sind jetzt, also jetzt sind, Herr Clubmanager, wie viele Gäste sind anwesend jetzt gerade in History? Überdurchschnitt. Überdurchschnitt. Ja. Also, ich nenne keine Zahl gegen Außenwirkung. Wir haben jetzt auch mitbekommen oder sehen jetzt im Hintergrund uns zu, wie wir dieses hier filmen. Und wir haben ja wirklich vorher nicht mit der Adina gesprochen. Sind vor ca. 20, 25 Minuten hier eingetroffen, haben uns eine Cola und Kaffee bestellt. Also wann war ich das letzte Mal hier im Club? Was denken Sie? Ja, Minimum 2 Jahre. 2 Jahre? Minimum. Also Minimum. Ja. Ich kenne hier praktisch niemanden. Ich wusste selbst nicht, dass Sie heute kommen. Ja, ja gut, in der YouTube-Serie, damit Sie auch mal dabei sind. Das in Ihrem Club. Das nicht. Er ist hier. Das war auch gewünscht von vielen Gästen, die hatten uns immer wieder angesprochen, Herr Heilbrink, ne? History, das ist wirklich so, weil wir da wirklich nur eine Sendung gemacht hatten. Mhm. Und deswegen haben wir im Vorspann schon erklärt, wir haben uns gefreut, heute hinzufahren. Ja. Ne? Und toll, hier mit der Adina nochmal vielen, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, ein paar Worte zu sagen. Ich danke auch. Ne? Ich denke auch, wir sind jetzt durch hier mit Adina, da kommt jetzt auch noch ein Gast, der hat sich auch bereit erklärt, ein kurzes Interview zu geben. Ja, der machen wir jetzt auch noch. Also weiß ich jetzt, muss ich gleich fragen, ob ich seinen Namen nennen darf. Den Alias-Namen nennen darf. Auch nicht
mich nennen? Das muss ich ihm erst fragen, das weiß ich nicht. Darf ich ihn mal nennen? Meine Nachnamen bitte nicht, meinen Vornamen können Sie immer nennen. Vielleicht mein Spitznamen können Sie sagen. Wie heißt der? Ja, für Sie bin ich ja Fettbauch. Aber nein, habe ich noch nie gesagt. weiß ich, das war auch Spaß. Nein. Top. Hühni. Hühni, ja. Der Hühne. Also. Bis zur nächsten Sequenz. Also der Gast kommt jetzt, dann machen wir noch ein Interview und dann geht die Party weiter. Vielen Dank. Ja, hallo liebe Zuschauer, willkommen zur nächsten Sequenz. Hier neben oder in der Mitte von uns, vom Reitbringer und vom Thorsten, sitzt der gute Tom und Jerry. Ne? Der, wie ihr wisst, der Leib. Ne? Ja. Also ich weiß nicht, ob ich sagen darf, sonst piept mal. Also ich möchte als erstes wissen, wieso Tom und Jerry. Ja, und ich bin der Tom und das ist mein Jerry. Und also, wissen und so wir jetzt, das? Wieso Tom und Jerry? Und das ist einfach so mein Spitzname und dann habe ich früher immer viel, viel gemacht. Und das letzte Jahr habe ich 207 gemacht und darum habe ich auch das Tattoo gemacht. Und so bin ich der Spitzname hier, Tom und Jerry. Super, ja. 207 Mal? Ja. Du treibst es ja bunt. Nur das letzte Jahr. 207 Mal? Ja. Was hast du genau gemacht? YouTube. Ist Englisch. Ne? Aha, coming out. Aufnahme. Aufnahme darf man, glaube ich, sagen. Ja. Und da war ich sogar in Thailand. Und das hatte ich auch mal wollen wissen, wie das ist. Ja, und wie ist es da? Und dann habe ich einen Ladyboy genommen. Aha. Nein, richtig. Die Geschichte kann man nicht bei YouTube sagen, die er jetzt erzählen will. Okay, ich kenne die Geschichte. Glaube ich nicht. Ja, aber nur anständig erzählen. Du musst sie anständig ausdrucken, weil YouTube ist nicht YouTube. Okay. Wir müssen immer gewisse Wortwahl haben. Und dann habe ich das auch mal probiert. Ja, das darf man nicht. Schon sagen. Das darf man nicht. Schon sagen, aber die Geschichte ist ja schon ein bisschen, ich kenne die ein bisschen hardcore-mäßig. Ja gut, das wollen wir jetzt da nicht hören, wir sind ein anständiger Kanal. Und dann habe ich auch mal das probiert und das war... Wie war's? Ja, und es war okay. Ja, war es besser als mit einer Frau oder schlechter? Also ich muss schon sagen, die Männer können, die wissen schon, wo die Knöpfe sind. Aha, also der Ladyboy hat bei dir, nicht du beim Ladyboy. Mama, ich habe das auch. Ah, auch noch, okay. Ja, aber das ist in der heutigen Zeit gar kein Problem, weil jeder ist so, wie er sich fühlt. Also nächstes Mal, wenn du uns wirst, dann gehen wir aufs Zimmer für die 100 extra machen statt auch bei dir. Sie sind ein Größe. Ja, das ist natürlich Spaß, okay. Liebe Zuschauer. Nein, also ich mache das ja, ein bisschen Spaß. Ich bin Spaß genau. Konservativ. Also ich sage jetzt Tom, unten ist ja Jerry. Tom, du bist natürlich auch ein Imperium-Kunde. Du besuchst immer unsere Clubs, egal wo, Globe, History, Swiss und Westside. Aber was ist eigentlich, wieso kommst du eigentlich so generell in die Clubs? Was gefällt dir so gut? Ja, natürlich so das Erste sind natürlich so die sehr schönen Frauen. Ja. Und aber gibt es für dich keine Frauen da so auf privater Basis draußen von den Clubs oder so? Hat sicher auch. Ja, das schon, aber und ich finde, die Frauen in meinem Alter, die sind nichts für mich. Wie alt bist denn du? Und ich bin jetzt 56 Jahre. Das verstehe ich, ja. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe gerne junge Frauen. Und und das ist mein Hobby geworden. Ja, super. Gut. Und du bist ja aber trotzdem auch in allen Clubs unterwegs. Dann kann man auch sagen, Unterschied zu anderen Clubs und Imperium? Natürlich, das Imperium, das weiß ich, da gibt es immer gute Service. Immer. Ich habe noch nie ein schlechtes Service gehabt. Okay. Und bei den anderen Clubs ist es immer so ein bisschen eine Glückssache. Eine Glückssache. Eine, ja, genau. Und darum zahle ich viel ein bisschen mehr und dann gehe ich sehr gut drin. Und diese Einstellung ist einfach super. Man zahlt einfach ein bisschen mehr. Es hilft ihm, es hilft uns, um bessere Qualität an Frauen wieder in die Schweiz zu locken. Ja, das finde ich so. Ne? Und deswegen die ganzen Billigclubs und Angebote, die man manchmal machen muss, weil irgendjemand damit anfängt. Mhm. Das ist einfach traurig. Ich sage es immer und immer wieder. Männer, denkt drüber nach, lieber etwas mehr bezahlen, eine Top-Qualität bekommen und die ganze Schweiz profitiert davon. Ihr als Gäste, die Damen profitieren, wir bekommen wieder Frauen, die vielleicht vor 20 Jahren waren oder 15 Jahren waren. Als ich angefangen habe in Deutschland, habe ich wirklich die besten Girls, die ich im Studio hatte. Das kann Silvia, jeder kann das auch bestätigen. Die sind alle immer in die Schweiz. Die haben gesagt, Thorsten, sorry, jetzt muss ich in die Schweiz, da ist der Preis deutlich höher. Aber jetzt ist es leider umgekehrt. Nochmal, Männer, denkt nach, schaut nicht immer nur auf den Preis, schaut auf die Qualität, Quantität vor Qualität.
Qualität vor Quantität. Gut, da können Sie reden, solange Sie wollen. Ja, aber ist so. Ich sage, der Markt wird es schon richten. Der Markt wird das regeln. Da sind wir auch sicher, egal wie lange es dauert, aber der Markt wird das regeln. Weil Qualität das ist bei uns angesagt, die wollen wir haben. Absolut. Wir haben so. Und ich bin sehr dankbar, dass es sowas gibt. Ja. Was solche Einrichtungen im Generellen. Ja, genau, so das Globe und so. Das aber du weißt, dass es politische Strömungen gibt, die das schlecht finden, dass es solche Einrichtungen gibt. Das kann es darf nicht sein, dass ein Mann in deinem Alter, ich bin sogar noch ein bisschen älter als du, sich quasi eine junge Frau kaufen darf. Das darf nicht sein. Obwohl die Frau ja schon erwachsen ist, dann muss man sich mal fragen, warum darf das so nicht sein? Es gibt ja auch im privaten Bereich junge Frauen, die mit einem älteren Menschen zusammenleben. Aber das darf auch nicht sein. Nur kann man das natürlich, dagegen kann man gar nichts machen. Prostitution könnte man natürlich verbieten. Ja, aber da kannst du nichts gegen machen, aber es gibt es ja auch. Ja, aber das dürfte auch nicht sein. Aber warum? Ja, weil so, das nicht in unseren Zeitgeist passt, dass alte Männer sich an jungen Frauen verlustieren. Das darf nicht sein. Ja, aber was ist denn, wenn die junge Frau sich an den alten Mann verlustiert? Das gibt es ja auch, er hat viel mehr Erfahrung. Ja, aber ist eher unüblich. Nein. Sie hat ihre Jugend und er hat andere Vorteile. Sagen wir es mal so. Aber Sie haben viel mehr Lebenserfahrung mit Ihrem Alter. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel, sagen wir jetzt mal mit einer, ich sag jetzt mal 25-Jährigen, die hat mit Ihnen mit Sicherheit viel mehr Spaß als mit einem gleichaltrigen Mann. Das möchte ich nicht behaupten. Möchte ich wohl behaupten. Also Sie meinen so im gesamten Leben? Im gesamten, weil Sie, genau, im gesamten Leben, durch Ihre Lebenserfahrung, wie behandeln Sie eine Frau, auch im sexuellen Bereich natürlich auch, aber im gesamten Leben, mit allem drum und dran, wie geht man mit einer Frau um? Aber Sie, wenn ich jetzt wenn Sie das jetzt das zu einer breiten Öffentlichkeit sagen, da gibt es jetzt einen Aufschrei. Ich verrate euch gleich eine Telefonnummer. Spaß beiseite, wir wollen immer lachen. Ja, gut. Ja, und Tom und Jerry, hast du irgendeine Frage, die du gerne in den Halbring stellen möchtest oder mir? Und ich möchte mal wissen, wie du das aufgebaut hast. Also ich mache es in einer Kurzfassung. Ja. Ich bin ja auch von Hause aus Jurist und ich hatte immer schon einen Hang zu den Frauen, die im Rotlicht arbeiten. Ich habe das ein bisschen parallel gemacht in den Anfängen und irgendwann musste ich mich entscheiden. Und es war dann so eine Gefühlsangelegenheit. Es war eigentlich keine Frage des Geldes. Weil man könnte heute auch eine Anwaltskanzlei mit 100 Anwälten haben. Das käme finanziell etwa auf das Gleiche raus. Ja. Aber es hat mir doch mehr bedeutet, mit diesen Frauen, die diesen Beruf ausüben, zusammen zu sein. Aber es gibt eine Folge darüber, liebe Zuschauer, auch für dich. Die musst du mal rausgucken. Ich weiß jetzt nicht genau, welcher Teil es war, aber es gibt eine extra Folge darüber. Dann erklärt das dann genau das Detail. Und dann möchte ich noch von dir wissen, zum Beispiel, wenn das Wissi jetzt fertig ist. Und da kommt fertig sicher, ist womit? Also weißt du, am Abend. Ja. Und dann wenn Feierabend ist. Ja, genau. Ja. Und dann kommen sicher noch ein paar Frauen zu dir. Was sind die häufigsten Fragen an dich? Darf ich schlafen gehen? Nein, also die wissen ja, also der Ablauf ist immer der gleiche. Die gehen in der Garderobe, schwingen sich ab und gehen schlafen. Da kommen eigentlich keine großartigen Fragen mehr. Die machen ihren Checkout. Nein. Kommen jetzt zwischendurch, kommen ein paar Fragen. Keine Ahnung, oder kennst du diesen, oder keine Ahnung. Oder soll ich was tanzen gehen, oder irgendwie so. Aber zum Feierabend, die sind ja auch froh, damit die Feierabend haben. Werden ja auch irgendwann müde, wie wir auch. Dazu möchte ich anfügen. Also das hat sich wirklich geändert. Da Drogen heutzutage viel weniger eine Rolle spielen, gehen die dann einfach auch ganz normal ins Bett, wie jeder andere auch, der gearbeitet hat. Und früher war das ganz anders. Dann sind die aufgeblieben, Drogen genommen, also nicht alle, aber ein viel größerer Teil als heute. Ja. Und dann hat sich das so fortgesetzt. Das Ganze ist viel seriöser, läuft heute viel seriöser ab. Man kann vielleicht noch sagen, wenn jetzt zum Beispiel, jetzt kommt ein High-Roller rein, der vielleicht 20, 30 Flaschen gemacht hat, mit der Dame oder mit mehreren Damen getrunken hat und die sind dann natürlich dann irgendwann angetrunken auf freiwilliger Basis und dann merkt man natürlich abends an der Rezeption, ey, mach besser morgen frei, ruh dich aus, bleib im Bett. Obwohl die Leistung dann schlecht ist, weil du weißt, wir denken, wer der Qualität ist. Es ist nichts freiwillig, Herr Thorsten. Trinken ist freiwillig? Nein. Doch, bei mir ja. Nicht so gemeint. Ja. Die Prostitutionsgegner sagen, es ist gar nichts freiwillig. Quatsch. Ich sage immer, jetzt kommt eine neue Dame auch nochmal zum Beispiel, die kriegt er bei uns natürlich im Vorgespräch. Wir sagen immer,
Du kriegst natürlich Prozente bei uns, für wenn man Alkohol trinkt, aber wir haben auch alkoholfreie Getränke. Also die Dame sucht sich immer aus, trinkt sie alkoholfrei oder trinkt sie mit Alkohol, so wie die Dame es möchte. Das ist so. Die kriegt das gleiche Geld für alkoholfreie Getränke wie für alkoholische Getränke. Daher bringt es in die Wahrheit. Ja, das ist die Wahrheit. Ja. Aber trotzdem wollte sie nie mit einem Gast trinken. Das ist unfreiwillig, behaupten die Prostitutionsgegner. Ja. Weil die leider die Etablissements nicht kennen und einfach nicht so ihre Urteile bilden. Und vielleicht gibt es ein, zwei, drei negative Beispiele und das fassen die dann auf. Aber die positiven Beispiele werden leider nicht aufgegriffen, liebe Prostitutionsgegner. Deswegen, ihr seid immer bei uns herzlich eingeladen in allen Clubs, bei uns im Studio. Wenn ihr Mut habt, kommt vorbei. Wir diskutieren auf anständige Art und Weise. Ihr seid immer herzlich eingeladen. Und jetzt zum Schluss noch Tom und Jerry, unser Gewinnspiel. www.imperium.ch. Fast richtig. Das-imperium.ch. Oh, das minus. Was könnt ihr gewinnen? 30 Minuten Service und Eintritt. Hervorragend. Meine liebe Zuschauer, danke. War eine tolle YouTube-Sendung. Liken, Daumen nach oben, abonnieren, immer wieder Kommentare schreiben. Wir freuen uns wieder auf die nächste Sendung. Genau. Cool. Vielen, vielen Dank. Sehen. Danke. Danke vielmals. Ciao. Liebe Zuschauer, ja, ich bin jetzt, also wir sind jetzt eben in Swiss angekommen und der Halbring ist dann auch schon weiter ins Klo, glaube ich. Es geht weiter. Noch zum Abschluss noch ein paar Worte. Wenn ihr diese YouTube-Sendung seht, es ist ja über die Arbeitszimmer im History ein bisschen mal geschrieben worden oder von einem User, die wären nicht so toll. Wir haben jetzt ein paar Zimmer aufgenommen. Wir lassen dann nur Musik drüber laufen, weil bei YouTube ist ja verboten, dass man Musik im Hintergrund hört, also Lieder von Madonna und so weiter und so fort. Das dürfen wir natürlich nicht machen. Und wir wollten die Party im History nicht stören, deswegen lief die Musik weiter. Und wir reden nicht, wenn wir euch die Arbeitszimmer zeigen. Also läuft ein B-Roll über die Arbeitszimmer. Das heißt, wird einfach eine Musik drüber gespielt. Aber schaut euch diese Arbeitszimmer nochmal an. Also wer da meckert, Männer. Ist, glaube ich, nicht so richtig. Also, Dankeschön.